es ist etwas ins Rutschen gekommen in unserer Gesellschaft. Nämlich, es wird nach und nach nach rechts verschoben, was als sagbar gilt. Die Entscheidung, vor der wir stehen, ist, machen wir Zugeständnisse an diesen Zeitgeist. Stellt euch vor, wir die Linke hätten in Umfragen, wären wir voll im Aufwind. Überall in jeder Talkshow würde nicht über Geflüchtete gehetzt, sondern über große Konzerne. Überall würde darüber diskutiert, wie schlimm der Kapitalismus ist. Und wenn sich dann Horst Seehofer hinstellen würde und sagen würde, ja, also wir müssen vielleicht schon mal drüber reden, ob nicht am Sozialismus was dran ist und die kapitalistische Ausbeutung nicht so toll ist. Glaubt ihr, dass uns das schwächen würde? Warum habe ich jetzt dieses Gedankenexperiment vorgetragen? Einfach um zu überlegen, die Frage, wie kriegen wir die AfD und die Rechten kleiner und schwächer, ist ja eine real wichtige, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Ich glaube aber eher, das schaffen wir, indem wir klare Haltung zeigen. Ich bin heute hergekommen, weil mir die Partei wichtig ist. Partei in Bewegung. Ich möchte eine Bewegungspartei, eine bewegungsorientierte Linke. Ich habe das Gefühl, ich kann hier dazu beitragen, dass wir den Menschen und vielen Menschen in Deutschland zeigen, dass sie mehr verdient haben, als ihnen zugesprochen wird. Und einfach das Gefühl, dass wir hier zusammen was erreichen können. Also ich denke, dass zumindest auf der Diskussion hier klar geworden ist, dass wir uns wieder oder antikapitalistischer aufstellen sollen, auch klassenkämpferischer, und die Friedensfrage sicherlich eine große Rolle spielt. Wir haben auch nicht die Arbeiterklasse verloren. Die Arbeiterklasse ist heute eben anders zusammengesetzt als vor 30 oder 40 Jahren. Sprich, wenn wir im Gesundheitsbereich dazugewonnen haben, haben wir nicht die Arbeiterklasse verloren. Wir haben bloß andere Milieus gewonnen. Hätten wir die im Übrigen nicht gewonnen, hätten wir nur noch 6% gekriegt bei den Bundestagswahlen. Und deswegen müssen wir diese Fragen zusammenbringen zu einer modernen, verbindenden Klassenpolitik. Und das hängt immer, heißt immer, die Leute praktisch verbinden in den Kämpfen und Auseinandersetzungen, aber auch eine Vision aufzeigen, von gemeinsamen Interessen, von gemeinsamen Zukunftsvorstellungen, von einer Aufbruchstimmung.